Das ist Pepper und er gehört zu der Gattung der humanoiden Roboter. Pepper kann beraten, reagieren, Daten sammeln und speichern. Diese neueste Technologie der Robotertechnik wird sowohl im Einzelhandel als auch in der Kundenberatung eingesetzt. Das, was Pepper besonders macht, ist eine sehr menschliche Eigenschaft. Wir entwickeln Technologien, die es dem Roboter erlauben, die emotionale Stimmung zu erkennen. Das Verhalten seines Gegenübers beeinflusst sogar seine Stimmung. Das heißt, er kann Empathie zeigen, wenn er sich unterhält. Damit können wir eine starke Interaktion zwischen Robotern und Menschen herstellen. Und genau das macht sie so wertvoll. Sein älterer Bruder Nao ist wesentlich kleiner und noch nicht so weit entwickelt. Dennoch kann auch er hören, sehen, fühlen und denken und wird hauptsächlich als Hausaufgabenhilfe für Kinder eingesetzt. Nicht auf dem Boden, sondern in der Luft unterwegs sind diese Roboter, Drohnen und Robocopter. Sie werden vor allem von unabhängigen Forschergruppen stetig weiterentwickelt und haben mittlerweile weitreichende Einsatzgebiete in Industrie und Wirtschaft. Die Dinge, die momentan am bekanntesten sind, sind tatsächlich der Bereich Messwesen, also im Bereich Vermessung, Kartografierung ist es tatsächlich schon richtig im Einsatz. Das nächste passiert Landwirtschaft, auch da ist es Erfassung, zum Beispiel Erntestände, ist aber auch in der Interaktion mit Mähdreschern und Ähnlichen. Im Grunde genommen all das, wo bislang ein Hubschrauber nötig war, kann heute durch eine Drohne gemacht werden zu deutlich geringeren Kosten. Diese kleinen Flugroboter sollen nicht scannen oder messen, sondern einfach nur Spaß machen. Bei dem Copter handelt es sich um einen sogenannten FPV-Race-Copter. FPV steht dabei für First Person View. Das heißt, wir haben vorne hier eine kleine Kamera drin, die uns ein Bild überträgt auf eine Brille, die wir dann aufhaben und können dann sozusagen über die Brille den Copter steuern. Über 100 km/h können die Racecopter erreichen. In Zukunft werden sie wahrscheinlich nicht nur für wilde Rennen eingesetzt, sondern auch für das Erschließen unerforschter Gelände. Viel Neues also im Bereich der Drohnen und Roboter. Sie werden nicht nur besser, schneller und intelligenter, sondern auch menschlicher.